Ich starte die Kamera, fliegt ein Düsenjet vorbei. Jetzt kommt der wieder, dreht der wieder um oder was? Hi Leute und willkommen zum dritten Video zum Oldtimer Campervan Ausbau und Verlosungsprojekt. Ihr habt es schon gelesen, im heutigen Video werde ich einen DIY-Fischgrätboden als Boden in dieses Fahrzeug einbauen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Das Ganze wird ein Experiment. In meinem Kopf sieht es sehr cool aus. Ich hoffe, dass es auch umgesetzt sehr cool aussieht. Aber ich denke, es dürfte schon sehr, sehr schön werden. Gestern habe ich den kompletten Nachmittag damit verbracht, hier in der Garage Ordnung zu machen. Ich habe mein ganzes Werkzeug richtig ordentlich sortiert. Ich hoffe, ich schaffe es diesmal, diese Ordnung auch beizubehalten, weil die meiste Zeit beim Van-Ausbau habe ich mit Recherche verbracht, aber auch mit Werkzeugsuchen auf jeden Fall. Deswegen werde ich versuchen, die Ordnung beizubehalten und dann weiß ich immer genau, wo was ist. Und schaut mal, was ich hier gemacht habe. Das ist richtig cool. Und zwar ist das hier die Palette, auf der die Holzplatten geliefert wurden. Und die Palette habe ich mir einfach zu einer Werkbank umgebaut. Ich habe die Holzböcke auch angeschraubt. Das ist komplett fest. Und es wackelt ein bisschen. Es ist nicht perfekt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass es eine gute Sache ist, um darauf meine Holzplatten zu schneiden. Apropos Holzplatten schneiden, dafür habe ich bisher immer genau diese Stichsäge benutzt. Die hat schon wirklich gute Dienste geleistet und das funktioniert auch. Man kann mit einer Stichsäge so gut wie alles im Van machen, alle Holzplatten schneiden, Ausschnitte ins Blech machen, in den Boden, ins Dach. Ganz egal, geht alles mit einer einfachen Stichsäge mit verschiedenen Sägeblättern. Hier ist jetzt gerade zum Beispiel ein Metallsägeblatt drauf. Das kommt eben auch problemlos durch das Blech des Autos durch. Aber ich habe mir jetzt endlich auf Empfehlung von einem von euch hin eine professionelle Tauchsäge gekauft, mit der ich ab sofort arbeiten werde. In diesem Video werdet ihr auch sehen, wie es mir bei meinem ersten Schnitt damit so ergeht. Bevor wir aber mit den Holzarbeiten starten, muss erstmal alles aus dem Auto noch raus. Das ist sowieso nicht viel, das sind die zwei Einzelsitze, die ich einfach nur abschrauben muss. Und der Teppich und darunter ist so eine Gummimatte. Das kommt erstmal alles raus, damit ich erstmal ein leeres Fahrzeug habe. Und bevor es damit losgeht, stelle ich euch auch noch mein Elektrik-Setup für genau dieses Fahrzeug vor. Das steht nämlich schon fest, zumindest die großen Komponenten. Und die zeige ich euch jetzt mal. Über die Elektrik sprechen wir sofort, aber davor möchte ich euch noch ein Update zu der TÜV-Thematik geben, die ich im letzten Video angesprochen habe. Da auch vielen, vielen Dank für die zahlreichen Kommentare, Nachrichten und sogar E-Mails habe ich von euch bekommen mit Erfahrungsberichten zu dem Thema Oldtimer, Wohnmobilumbau und so weiter. Es gab bei den vielen Informationen eine Schnittmenge, was sehr, sehr viele Leute geschrieben haben, und zwar, dass wenn das äußere Erscheinungsbild des Fahrzeugs durch den Umbau nicht beeinträchtigt wird, also zum Beispiel, wenn man keine neuen Fenster einbaut und das Fahrzeug nicht umlackiert, dann drücken wohl die TÜV-Prüfer oft ein Auge zu, wenn da ein Campingausbau drin ist, weil man ja trotzdem letztendlich das Auto erhalten hat. Man nutzt es halt nur anders als Wohnmobil. Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann sollte man die Möbel, die man in das Fahrzeug reinbaut, so verbauen, dass man sie mit recht geringem Aufwand auch wieder aus dem Fahrzeug rausbauen kann. Das kann man dann zum Beispiel machen, bevor man alle zwei Jahre zum TÜV fährt, und dann ist es ja wirklich nur noch ein Transporter, nur halt mit Wand- und Deckenverkleidung und im Boden drin, aber das ist ja eigentlich kein Problem, also das ändert ja nichts an der Transporterzulassung. Und deswegen werde ich das auch so handhaben. Ich werde kein weiteres Fenster einbauen. Ich werde die Möbel so verbauen, dass man die mit geringem Aufwand auch wieder rausbauen kann. Und Deckenverkleidung, Wandverkleidung und Boden ist quasi fest im Auto dann drin. Darunter kann ich isolieren. Auf jeden Fall bin ich, was diese Thematik angeht, jetzt deutlich entspannter. Gut, und damit kommen wir zum Thema Elektrik. Wie gesagt, der Ausbau an sich soll herausnehmbar sein. Und das gilt dann natürlich auch für die Elektrik. Deswegen ist meine Wahl auf eine All-in-One-Lösung gefallen. Alle von euch, die mich schon länger verfolgen, wissen es. Ich habe auch bei meinem letzten Van schon die Akkubox von Active promoted. Diesmal ist es aber keine Akkubox geworden. Für mich ist die Akkubox so ein Mittelweg zwischen Einzelkomponenten, die klassischerweise ja in einem Van verbaut werden, und so einer ganz portablen Lösung, die man einfach auch mal ins Auto einpacken kann, um damit an den See zu fahren. Dann gibt es aber noch eine weitere Lösung und die werde ich euch jetzt zeigen. Die andere Lösung wiegt auch 20 Kilo und ist die sogenannte Active Blackbox. Man sieht es der Blackbox direkt auf den ersten Blick an, dass das schon nochmal eine portablere Lösung ist als die Akkubox. Wir haben hier oben diesen Griff und können das Ganze einfach mit uns rumschleppen, sage ich mal. Die große hier, die Blackbox 15, wiegt trotzdem auch 20 Kilo. Also leicht ist das natürlich dann auch nicht mehr. Aber das liegt natürlich auch an der Größe der Batterie, die sich hierin befindet. Und das ist in dem Fall auch wieder eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Die Batterie, die hier drin steckt, hat eine Kapazität von 1500 Wattstunden. Das ist eine Kapazität, die auf jeden Fall vollkommen ausreichend ist. Bei einer Lithium-Batterie kann man die ja fast vollständig nutzen. Selbst wenn man ein bisschen mehr verbraucht, dann kommt man damit auf jeden Fall ohne Nachladen schon so 3 Tage aus, würde ich sagen. Aber natürlich wird die Box auch nachgeladen und damit ist es dann auch machbar, dass man durch Solarmodule zum Beispiel komplett autark wird. Kommen wir auch gleich noch zu, aber jetzt zeige ich euch erstmal, was hier noch drin steckt. Beziehungsweise ich erzähle es euch kurz. Hier drin steckt neben der Batterie auch noch der Wechselrichter und der Solarladeregler, den man auch benötigt, um dann mit Solarmodulen die Batterie wieder aufladen zu können. Und wir haben alle möglichen Schutzfunktionen und auf dieser Seite hier
haben wir auch alle möglichen Anschlüsse. Da seht ihr schon zweimal die 230 Volt Steckdose, die durch den Wechselrichter letztendlich dann mit Spannung versorgt werden. Dazwischen haben wir eine normale 12 Volt Steckdose, hier noch weitere 12 Volt Anschlüsse, 4 USB-Ports, einen USB-C-Port, was da cool ist, der kann 100 Watt Leistung abgeben. Das bedeutet, damit kann man zum Beispiel auch sein MacBook laden oder andere USB-C-Notebooks. Hier oben sehen wir noch den Hauptschalter, den kann man drücken, dann geht die Box an. Und dann haben wir hier noch zwei Tasten, einmal um DC anzuschalten, also Gleichstrom. Und unten drunter ist noch die Taste für den Wechselrichter. Diese Taste sollte man nur dann drücken, wenn man den Wechselrichter auch wirklich benutzt, weil sonst, wie immer bei einem Wechselrichter, der hat auch einen Eigenstrombedarf. Und wenn man den jetzt anschaltet, dauert dann einen Moment. Dann piepst sie. Ab dem Piepsen steht dann die Spannung bereit und dann kann man hier einfach seine 230 Volt Geräte einstecken und nutzen. Alle Geräte bis 1500 Watt könnt ihr hier anstecken. Und wenn ihr dann aber fertig seid, solltet ihr den Wechselrichter auch wieder ausschalten, denn damit spart ihr es euch, dass ihr unnötig Energie verschleudert. Dieses Zubehör kommt mit der Blackbox. Einmal die Bedienungsanleitung, die habe ich schon vollständig durchgelesen, das ist kein Witz. Und dann haben wir hier noch drei Kabel, mit denen man die Blackbox laden kann. Das ist einmal ein Kabel mit einem 12 Volt Stecker, den kann man in eine 12-Volt-Steckdose, auch bekannt als Zigarettenanzünder, des Autos anstecken. Mit diesem Kabel lädt man also dann während der Fahrt die Blackbox auf. Das Ganze mit einer Leistung von ungefähr 100 bis 120 Watt, schätze ich, weil das ist so das Maximum, was eine 12-Volt-Steckdose hergibt. Das ist nicht schlecht, aber es ist kein Vergleich zu einem Ladebooster, der mit 30 oder 60 Ampere die Batterie aufladen kann. Weiter geht's mit dem Kabel hier rechts. Das ist unschwer zu erkennen. Hier haben wir einen ganz normalen Schuko-Stecker für eine normale Steckdose. Das ist das Netzteil, mit dem man die Blackbox an einer gewöhnlichen Steckdose aufladen kann. Kann man natürlich auch mit einem Verlängerungskabel nutzen und so die Blackbox zum Beispiel am Campingplatz auch wieder nachladen. Ja, und das dritte ist dann noch dieses Kabel. Da haben wir hier zwei MC4-Stecker. Damit kann man also ein Solarmodul an die Blackbox anschließen mit bis zu 200 Watt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Tada, das Solarmodul. Und natürlich ist auch das mobil. Das ist ein faltbares Solarmodul. Und zwar nennt sich das MSP200 Sunboard. Ja, und das kann man entweder so einfach in eine Wiese stellen oder einfach neben sein Fahrzeug auf dem Boden. Oder natürlich, man packt das Ganze dann aufs Dach. Im Stand natürlich nur, während der Fahrt geht das nicht. Auf jeden Fall muss man diese zwei Produkte natürlich auch noch miteinander verbinden, damit die Solarmodule die Blackbox laden können. Und dafür gibt es extra dieses Adapterkabel, das bietet Active auch an. Jetzt seht ihr aber vielleicht schon eine kleine Problematik, denn wenn ich das Solarmodul auf das Dach stellen möchte, dann müsste auch die 20 Kilo schwere Blackbox auf das Dach, damit das Kabel lang genug ist. Oder natürlich, man muss sich dafür eine Verlängerung basteln. Ja, und dann war noch dieses Kabel hier dabei. Auf jeden Fall ist dieses Kabel sehr gut für mein Vorhaben. Ich habe hier nämlich noch ein Tütchen mit Akkubox-Zubehör und da drin befinden sich noch zwei weitere von den kleinen grauen Anderson-Steckern und auch die zugehörigen Kabelschuhe, die man auf die Kabelenden drauf crimpen muss. Und dann kann man die in den Anderson-Stecker reinstecken und dann kann man die Anderson-Stecker miteinander verbinden. Und damit kann ich mir ganz einfach aus diesem Kabel hier ein Verlängerungskabel basteln. Ich werde einfach die zwei Krokodilklemmen abtrennen. Stattdessen montiere ich dann auf diese Kabelenden, wie ich gerade gesagt habe, so einen grauen Anderson-Stecker. Und dann habe ich ein langes Kabel mit 3 Metern oder so. Wenn ihr das Ganze so nachmachen möchtet, könnt ihr euch entweder Blackbox, Solarmodul und dieses Adapterkabel kaufen. Dann geht es aber nur, wenn ihr wirklich die Produkte sehr nah zusammenstehen habt. Oder ihr nutzt dann auch noch dieses Kabel, das auch mit dem Solarmodul mitgeliefert wird. Und dann braucht ihr nur noch einen grauen Anderson-Stecker. Den könnt ihr euch zum Beispiel bei Amazon auch bestellen. Da müsst ihr aber darauf achten, das ist ein 50 Ampere Anderson-Stecker. Also 50 Ampere ist der maximale Strom, der damit zulässig ist. Und da gibt es nämlich verschiedene Größen. Seht ihr hier, das hier ist ein 175 Ampere Anderson-Stecker und das hier ist der 50 Ampere Anderson-Stecker. Das ist cool, dass die Kabel hier auch mit reinpassen und dann kann man das Ganze einfach zuklappen. Dann ist das natürlich optimal verstaut und auch, dass hier eine Tragetasche nochmal zum Schutz und zum Transport dabei ist, ist auch top. Aber ich muss gestehen, ich habe doch etwas das Packmaß dieses Moduls unterschätzt. Die Höhe ist schon nicht ohne, da muss ich mal gucken, wo ich das sinnvoll unterbringe. So sieht das Ganze jetzt umgesetzt aus und das kann sich doch sehen lassen. Jetzt zeige ich euch mal noch die Kabel. Wie gesagt, hier am Solarmodul dran ist ein kurzes Kabel mit vormontierten Anderson-Stecker. Da habe ich dann diese Steckerverbindung mit meinem Verlängerungskabel. Dieses Verlängerungskabel führt uns dann hier ins Auto rein. Ist auch locker lang genug, weil ungefähr das wird auch die Position der Blackbox sein, glaube ich, habe ich mir jetzt gerade überlegt. Hier hinten kommt ja das Bett rein mit der Ausziehküche hier. Aber ganz links den Platz nutze ich eh nicht. Da ist der Radkasten und ja, ihr seht, das Rolltor geht hier auch zu. Das heißt, es wird jetzt ganz gut passen, dass hier dann die Ausziehschublade ist. Und die Blackbox passt da eigentlich ideal in diese Ecke rein. Und trotzdem sind dann hier die Anschlüsse noch zugänglich. Zurück zu dem Adapterkabel, das kommt hier runter. Und da habe ich jetzt einfach hier am Ende den Anderson-Stecker drauf montiert, habe das dann verbunden mit dem
Adapterkabel, das auf die Blackbox passt. Das kann man eben so fertig kaufen. Ich habe nur diesen einen Stecker hier drauf montiert. Ja, und dann geht es hier hinten in den Anschluss der Blackbox rein. Und hier vorne sehen wir, dass sie jetzt auch schon lädt. Ja Leute, so einfach kann es gehen. Ich glaube, so schnell hatte ich noch nie eine autarke Stromversorgung für einen Campervan. Einfach nur Solarmodul aufs Dach, ein Adapterkabel gebastelt, das Ganze angesteckt und jetzt könnte man theoretisch losdüsen und all seine Verbraucher einfach direkt an der Blackbox anstecken. Also es muss auf jeden Fall nicht immer das mega komplizierte, umfangreiche Elektrik-Setup sein. Auch so kann man es einfach machen. Jetzt habe ich außerdem noch gute Nachrichten für euch, denn es gibt endlich mal wieder zum Start der Van-Ausbausaison eine Rabattaktion von Active zusammen mit mir für euch. Der Rabattcode für euch lautet Dennis20. Und wie dieser Code schon vermuten lässt, gibt es ganze 20% Rabatt auf fast das gesamte Sortiment von Active. Das ist schon krass, da könnt ihr also wirklich eine Menge Geld sparen. Das heißt, wenn ihr auch gerade am Ausbauen seid oder jetzt im Frühling euer Ausbau vielleicht startet, dann solltet ihr jetzt diese Saisonstartkampagne auf jeden Fall nicht verpassen. Also macht euch Gedanken über euer Elektrik-Setup und dann solltet ihr zuschlagen. Die Aktion läuft ab sofort, also der Code ist jetzt bereits gültig und 2 Wochen lang, also bis zum 3. März. Kunden aus der Schweiz, aufgepasst, Active hat nämlich jetzt einen offiziellen Vertriebspartner in der Schweiz und in diesem Shop spart ihr auch 20% mit dem Code Dennis20 auf die Active-Produkte. Jetzt habe ich persönlich zwar in meinem vorherigen Van die Akkubox verbaut und hier jetzt die Blackbox. Es ist also schon eine Weile her, dass ich zuletzt ein klassisches Elektrik-Setup verbaut habe. Aber genau dafür habe ich auch Schaltpläne im Sortiment und ein eigenes E-Book zur Elektrik übrigens auch. Und ich habe mir gedacht, dass ich euch einen der Schaltpläne, die ich im Rahmen dieses E-Books erstellt habe, kostenlos zur Verfügung stelle im Rahmen dieser Rabattaktion jetzt. Den könnt ihr euch also sehr gerne einfach mal runterladen und dann könnt ihr auch immer noch überlegen, ob ihr euch für ein All-in-One-System entscheidet oder doch für klassische Einzelkomponenten. Kann natürlich auch Sinn machen, wenn man sich sein Setup genau so zusammenstellen möchte, wie es halt den persönlichen Bedürfnissen am ehesten entspricht. Den Link zu dem Schaltplan findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr müsst noch nicht mal eure E-Mail-Adresse angeben. Ihr könnt ganz einfach euch das kostenlos runterladen. Vielen lieben Dank auch an Active, dass sie wieder mal eine solche Rabattaktion mit mir zusammen machen und ich euch diesen Rabattcode anbieten kann. So Leute, und jetzt würde ich sagen, wir fangen mal so richtig mit dem Van-Ausbau an, oder? Zeit wird's, los geht's. Ich will jetzt zumindest noch die beiden Sitze hier rausschrauben, damit ich heute irgendwas an dem Auto gemacht habe und nicht nur Videos aufgenommen habe. 1, 2 und die Nummer 4. Und weg ist der Sitz. Geil. Das Bodenblech sah insgesamt sehr gut aus, allerdings waren da auch viele kleine Bohrlöcher drin, die mit Klebemasse zugespachtelt wurden. Diese ganzen Klebepunkte habe ich erstmal entfernt und dann wurde auch sichtbar, dass die Löcher an den Bohrkanten rosten, weshalb ich sie alle mit einem etwas größeren Bohrer aufgebohrt habe, bevor ich dann noch alle rostigen Stellen mit Rostumwandler und später noch mit einem Metallschutzlack behandelt habe. So Leute, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Ich werde meinen ersten Schnitt mit der Tauchsäge machen. Und zwar erstmal einfach nur in der Luft, um hier die Gummilippe der Führungsschiene einzusägen. Das muss man tatsächlich machen, weil man später die Kante dieser Gummilippe, die an der Schiene dran ist, direkt an die Bleistiftlinie dranlegt. Und genau da ist halt dann der Schnitt. Und je nachdem, was man für ein Sägeblatt drauf hat, variiert das ein bisschen. Und deswegen macht man sein Sägeblatt auf die Säge. Und da muss man quasi die Führungsschiene erstmal auf die Säge kalibrieren. Ich hoffe, dass alles gut geht, aber die Schiene habe ich auf der Seite hier auch an der Werkbank, nenne ich es jetzt einfach, festgespannt. Insofern kann eigentlich nicht viel schief gehen. Und mega professionell, ich habe hier sogar noch einen Industriestaubsauger angeschlossen. Das ist echt cool, weil der automatisch angeht, wenn man die Säge betätigt. Das heißt, der Staub wird auch größtenteils schon automatisch direkt abgesaugt. Generell ist es wichtig, diese Tauchsägen, die können einen sogenannten Kickback haben. Das heißt, die kann theoretisch, wenn man ein Holz schneidet natürlich, so hinterschießen. Deswegen immer einfach beide Hände an die Säge dran. Dann kann einem nichts passieren und dann hat man sie auch gut in der Hand. Fatal wäre es, hier die Hand hinzulegen hinter die Säge, weil dann kann man sich damit relativ leicht die Finger abschneiden, wenn es zu einem solchen Kickback kommt. Also beide Hände an die Säge, dann schiebt man den hier hoch, dann kann man sie runter bewegen und dann ist hier hinten die Taste, mit der man die Säge auch betätigt. Aber dafür ziehe ich jetzt erstmal noch meine stylische Brille auf für den Swag-Faktor und auch noch die Ohrenschützer. Und ihr habt Glück, weil ihr kriegt einfach eine schöne Melodie eingeblendet. Die Gummilippe ist ab. Also das hat funktioniert. Für die grundsätzlichen Bodenplatten im Van benutze ich die rohen 9mm Epic-Ply-Platten. Nicht wundern übrigens, da gibt es einen neuen Namen. Das sind immer noch die gleichen Platten, die ich euch auch in den vorherigen beiden Videos schon vorgestellt hatte.
Da musste ich jetzt ziemlich viel rausschneiden und blurren, weil die Firma sich leider umbenennen musste aufgrund von Markenrechtsthemen. Und deswegen heißen die Platten jetzt Epic Ply. Also für alle Zuschauer, die die vorherigen Videos jetzt relativ aktuell vielleicht geschaut haben. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass die einige komische Schnitte oder geblurrte Stellen drin haben. Jetzt wisst ihr warum. Also sorry, wenn das ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat. Aber jetzt haben die Platten auf jeden Fall ihren neuen Namen und den werden sie auch behalten. Und das ist eben, wie gesagt, Epic Ply. Für euch ändert sich sonst eigentlich nicht viel. Es sind immer noch die gleichen Platten. Die Rabattcodes sind auch immer noch gültig. Also bis zum 15.04. könnt ihr nach wie vor mit dem Code Dennis10 10% sparen. Und ab dem 16.04. dann mit Dennis5 5%. Aber all das und auch der Link zur Website, zum Shop, das findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Zurück zu den Platten. Wie gesagt, ich habe jetzt die 9mm Platten. Und hier habe ich den Teppich aus dem Auto hingelegt, quasi als Schablone. Das ist ganz praktisch, weil der ist relativ steif. Das heißt, ich kann den gut als Schablone benutzen, weil der sich jetzt nicht groß verzogen hat. Aber dafür müssen die Bodenplatten erstmal grob zugeschnitten werden und es erfolgt endlich der erste richtige Schnitt mit der Tauchsäge ins Holz. Also es war interessant. Ich habe schon mal die Tiefe, wie weit das Sägeblatt runtergeht, falsch eingestellt. Deswegen ging es nicht ganz durch und deswegen war die Platte nicht ganz ab. Ansonsten wahrscheinlich klassischer Anfängerfehler. Ich habe mit der Säge nicht weit genug hinten angesetzt, um hier das erste Stückchen auch zu erwischen. Das heißt, da war es auch noch nicht ganz durch. Deswegen musste ich dann nochmal drüber fahren mit einer tieferen Einstellung. Dann hat es aber geklappt und die Kante ist mega gut. Also klar, komplett gerade. 0,0 Ausfransungen. Schon ziemlich cool, muss ich sagen. Nachdem ich alle drei Bodenplatten mit der Tauchsäge auf das richtige Maß zugeschnitten habe, konnte ich sie unter den Teppich legen, sodass ich dann die Ausschnitte, die noch mit der Stichsäge gemacht werden müssen, anzeichnen konnte. Bei den seitlichen Einstiegen bei den Schiebetüren habe ich das Ganze von unten angezeichnet, damit ich da exaktere Kanten habe. Die ganzen Anpassungen habe ich, wie gesagt, mit der Stichsäge gemacht und das sieht hier jetzt vielleicht etwas einfacher aus, als es eigentlich war. Ich habe da schon ziemlich oft die Platten reingelegt, wieder was angepasst, wieder reingelegt und wieder angepasst. Passt und dann irgendwann passt das Ganze. So richtig perfekt muss es an den Rändern in der Regel nicht sein. Bei den seitlichen Einstiegen zum Beispiel kommen sowieso noch Winkel als Abschlüsse drüber und im Fahrzeug ganz an der Wand sind meistens dann auch zum Beispiel Möbel, die die Ränder auch verdecken. Ist das nicht eine schöne Platte? Das ist die 5mm Eiche Astik. Die hat nur einseitig das Furnier, weil es die 5mm Variante ist. Die dickeren Varianten haben das dann beidseitig. Ich will aus dieser Platte jetzt ganz viele Stücke machen, die 41 cm lang sind und 10 cm breit. Die 41 ganz einfach, weil ich dann die Länge möglichst gut ausnutze und da 6 Stück rausbekomme. Ja, und die 10 cm habe ich mir aus der Nase gezogen. Ich hoffe, dass das dann gut aussieht am Ende. Aber das werden jetzt die einzelnen Dielen sozusagen für den Fischgrätboden. Und ich habe mir gedacht, zum Zuschneiden mache ich zuerst 10 cm lange Streifen aus der kompletten Platte. Das mache ich mit der Tauchsäge. Und was ich aber auch noch habe, ist eine Kappsäge. Ich finde das eigentlich nicht gut mit dem vielen Werkzeug, weil ich will Leute nicht abschrecken. Und das ist alles nicht unbedingt nötig. Die Kappsäge habe ich mir beim zweiten Ausbau, glaube ich, gekauft, weil es mit der halt sehr praktisch ist, Holzlatten zu schneiden. Die habe ich davor mit einer Handsäge immer geschnitten. Und die kann halt einfach hier quasi diese Hoch-Runter-Bewegung und sägt halt dann ganz einfach solche Latten durch. Kostet tatsächlich auch nicht viel. Die habe ich, glaube ich, für 60€ gekauft. Und die tut es vollkommen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass die jetzt auch für diesen Zweck gut geeignet ist. Es ist schon relativ wichtig, dass diese ganzen einzelnen Latten ziemlich gleich sind und ich da jetzt keine großen Abweichungen habe, also muss ich jetzt echt präzise arbeiten, sowohl beim Anzeichnen als auch beim Schneiden, weil sonst geht das mit dem Fischgrätmuster, glaube ich, nicht auf, wenn ich das dann reinlege und später klebe. Ich zeichne mal an und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Der Ablauf war jetzt jedes Mal genau derselbe. Platte so hinlegen, dass sie gestützt ist und da, wo ich schneiden will, nichts im Weg ist. 10,3 cm anzeichnen, weil 3 mm gehen quasi noch verloren. Das gleiche ganz am anderen Ende der Platte auch.
Und last but not least mache ich mir dann noch ungefähr hier mittig, aber eher ein bisschen links, auch noch eine Markierung für 10,3 cm, weil nämlich meine Führungsschiene nur 1,60 m lang ist, die Platte aber 2,50 m. Das heißt, ich musste die jetzt bei jedem Schnitt einmal versetzen und nochmal neu ansetzen zum Schnitt. Und deswegen mache ich mir hier in der Mitte auch noch eine Markierung, damit ich die Schiene da und da quasi ausrichten kann. Und dann habe ich ja eh schon den Schnitt und dann richte ich es nochmal an dem Schnitt aus und eben links an dem angezeichneten Strich. Nächster Schritt, Anlegen der Führungsschiene. Ich habe die jetzt immer so angelegt, dass die Gummilippe wirklich fast den Strich schon verdeckt, also dass sie wirklich exakt drauf ist. Und bisher ist der Strich dann trotzdem auch immer noch verschwunden. Also er wird gerade so vom Sägeblatt noch mit weggeschnitten. Dann wird die Schiene mit der Klemmzwinge fixiert. So. Dann, wenn die Säge drauf ist, gucke ich auch nochmal, ob es nach wie vor passt oder ob das jetzt ein bisschen verrutscht ist. Ja, das sieht gut aus. Und dann setze ich meine Ohrenschützer auf und dann kann es auch schon losgehen. Kann sich doch sehen lassen, oder? Werden richtig schöne, gleichmäßige, 10 cm breite Eiche-Ast-Latten. Falls jemand von euch richtig gut aufgepasst hat, dann ist dem oder derjenigen vielleicht aufgefallen, dass diese eine Platte, die ich jetzt zugeschnitten habe, von der Fläche her ja gar nicht für den kompletten Boden ausreicht. Das Problem werde ich aber lösen, indem ich noch quasi Verschnitt von anderen Platten, die ich noch schneiden muss, dafür nutze, den Boden auch zu bedecken. Und zwar habe ich auch die 5 mm Platte mit dem Eichefurnier ohne Äste, habe ich mehrere Platten, weil ich daraus die Wandverkleidungen machen möchte und auch die Schiebetürverkleidungen und auch die Decke. Und bei den Platten wird ordentlich Verschnitt entstehen. Und da dachte ich mir, hey, es wird doch voll Sinn machen, wenn ich diesen Verschnitt auch für den Boden nutzen kann. Gleichzeitig wollte ich diesen Boden mit Ästen halt umsetzen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich kann es ja so machen, ich nehme die Platte mit den Ästen für die sichtbaren Bodenbereiche. Und die anderen Stücke, wo später das Bett draufsteht und so weiter, mache ich trotzdem jetzt erstmal auch in dem Fischgrät-Look, einfach, dass es einheitlich ist und cool aussieht. Und deswegen werde ich auch noch aus diesen anderen Platten auch noch solche Dielen zurechtschneiden. Aber erstmal schneide ich die Latten, die ich jetzt geschnitten habe, noch auf die passende Länge zu. Und da bin ich richtig gespannt, wie es dann aussieht, wenn man das Ganze im Fischgrätmuster auslegt. Da werde ich wahrscheinlich dann auch von den anderen Platten ohne Äste noch ein paar mit reinmischen, damit das so ein bisschen durchgemischt ist. Aber muss ich mal gucken. Jetzt schneide ich die erstmal zu und dann schauen wir weiter, eins nach dem anderen. Diesen ganzen Prozess kürze ich euch jetzt etwas ab. Ich habe tatsächlich jeden einzelnen Schnitt auch mitgefilmt, aber es war immer und immer wieder das Gleiche. Was ganz praktisch war, ich konnte mit der Kappsäge immer mehrere Latten auf einmal kürzen, sodass dann die einzelnen Dielen auch wirklich exakt die gleiche Länge haben, zumindest die, die übereinander waren. Ja, und so habe ich wirklich stundenlang daran gearbeitet, die ganzen einzelnen Dielen für den Fischgrätboden aus den großen Platten herauszuschneiden. Es wird jetzt gerade zeitlich ein bisschen eng, damit das Video noch rechtzeitig online kommt. Ich habe jetzt noch 3 weitere lange Latten ausgeschnitten, die ich gleich noch kürzen werde, sodass ich daraus wieder Dielen für den Fischgrätboden machen kann. Aber bevor ich das mache, schnappe ich mir jetzt noch eine rohe 12 mm Platte und schneide da ganz dünne Streifen raus, wirklich nur so 15 mm breite Streifen. Das wird nämlich dann die Unterkonstruktion für den Boden sein, die dann ins Auto reingeklebt wird. Und dazwischen wird das Blech dann noch mit 6 mm Armaflex isoliert, also nicht dick, habe ich schon gesagt. Das Auto wird nicht krass gedämmt, es geht mehr darum, Kondenswasserbildung am Blech zu vermeiden. Deswegen 6 mm Armaflex. Dann werden die Bodenplatten auf die Unterkonstruktionsplatten draufgeschraubt und dann wird der Fischgrätboden da draufgeklebt, die einzelnen Dielen, eine nach der anderen. Also auch das wird nochmal ziemlich zeitaufwendig. Und last but not least muss dann die Oberfläche auch noch geölt werden und all das muss bis morgen Abend fertig sein. Und jetzt ist gerade 12 Uhr mittags. Sportliches Programm. Das ist mein Mikrofon. Bist du jetzt ein Rockstar oder was? Rock'n'Roll, meine Damen und Herren. Also, die Bodenplatten sind angeschraubt, die Löcher für die Stühle sind vorbereitet, die müssen wir nachher auch noch auf die einzelnen Dielen dann übertragen. Und jetzt hat der Lisa gerade die Mittellinie angezeichnet von dem voraussichtlichen Gang, der hier mal drin sein wird. Auf die Seite kommt ja das Bett, auf die Seite kommt das Regal, dazwischen ist ein Gang. Und an dieser Mittellinie werden wir uns jetzt beim Anlegen der Dielen orientieren. Und erstmal so die erste Reihe machen und dann von da weg die anderen Dielen anlegen. Los geht's!
Also ja, das Ergebnis wird bestimmt sehr schön. Es sieht jetzt schon sehr schön aus. Aber wir haben das Thema Beschweren der einzelnen Dielen unterschätzt, sage ich mal. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Problem ist, weil die eigentlich relativ eben sind. Aber es gibt hier einige Ecken, die so wie hier sich einfach nach oben drücken und die man einfach ewig beschweren muss. Und wir standen da zum Teil 5 Minuten auf einer einzelnen Diele drauf. Es hat zum Teil auch funktioniert, aber zum Teil halt auch nicht. Ja, und jetzt habe ich hier noch diese ganzen Bretter, mit denen ich das beschwert habe, aber das reicht halt nicht. Das ist nicht genug Gewicht und auch nicht punktuell genug. Und deswegen habe ich mir jetzt gerade noch meine Tacker- und Nagelpistole zur Hilfe genommen und habe das mal ausprobiert. Und das kann man auf jeden Fall machen, wenn man es jetzt nicht bei jeder Diele macht. Die hier zum Beispiel ist wirklich extrem, die steht hier extrem hoch. Und jetzt drücke ich die einfach runter. So, und jetzt ist da ein Nagel reingeschossen und jetzt bleibt sie unten, wie sie sein soll. Es ist trotzdem schön eben, man sieht den Nagel kaum, passt, Problem gelöst. Das ist ja mal so schön geworden, oder? Was meint ihr? Ich finde, das sieht schon richtig schön aus. An den Kanten haben wir es auch überall angepasst. Natürlich an manchen Stellen wie hier an den Radkästen nicht perfekt, weil es da nicht drauf ankommt. Das wird ja eh alles verkleidet, beziehungsweise da kommen dann Möbel hin und so. Deswegen ist es da nicht so wichtig. Und auch hier im Sichtbereich ist definitiv nicht alles perfekt. Zum Teil sind hier schon Spalte von 1 Millimeter oder so dazwischen, weil halt die Latten natürlich nicht alle 100% exakt geschnitten sind. Aber sonst insgesamt im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Die Nagelmaschine hat mir auf jeden Fall auch noch den A gerettet, weil sonst wäre es schwierig geworden, das alles so zu beschweren. Da hätte man wirklich noch viel langsamer arbeiten müssen, um eine Latte nach der anderen anzukleben mit Leim und richtig zu beschweren, dass sie nicht mehr hochkommt. Und so konnte ich jetzt hier einfach lauter kleine Nägelchen auch reinschießen. Zum Teil habe ich die extra in Äste gemacht. Da ist zum Beispiel einer hier ganz vorne, da habe ich den Nagel wirklich direkt in den Ast reingeschossen. Dann ist es natürlich extrem unauffällig, aber auch sonst, diese Nägelchen sind so klein, das merkt man wirklich fast nicht. Und jetzt kommt noch das große Finale, denn jetzt wird der Boden noch geölt. Und da habe ich mich für ein Hartwachsöl entschieden, damit es möglichst robust und widerstandsfähig wird. Bei Hartwachsöl ist es so, wenn es trocknet, dann bleibt da so eine Wachsschicht auf der Oberfläche und dadurch ist der Boden dann eben gut versiegelt. Ich werde da 2 Durchgänge von machen. Ins Video wird es nur noch der erste reinschaffen, der zweite kommt dann danach. Ich bin jetzt aber vor allem gespannt, ob und wie sich die Farbe dadurch nochmal ändert, weil ich glaube, dass die ganzen Maserungen durch das Öl noch deutlich besser rauskommen werden. Ja, das mache ich jetzt. Ich trage das Ganze auf mit so einer einfachen Schaumstoffrolle, habe ich mir jetzt gedacht, weil ich die hier gut drauf bewegen kann. Und es geht erstmal einfach darum, das Öl schön gleichmäßig zu verteilen. Und dann nach so einer guten halben Stunde oder so kann man das mit so einem weißen Pad hier, das habe ich auch mit dem Öl zusammen auf Amazon bestellt, verlinke ich euch auch alles wie gewohnt in meinem Amazon-Shop. Damit kann man das dann nochmal so einmassieren ein bisschen und vor allem das überschüssige Öl abtragen, weil das ist wichtig, dass man nicht zu viel auf einer Stelle hat. Also schön wenig auftragen, schön gleichmäßig und lieber dann danach nochmal eine zweite Schicht machen. Da würde ich dann aber auch auf jeden Fall mindestens ein paar Stunden warten. Ich werde morgen erst die zweite Schicht machen und morgen kommt für euch schon das YouTube-Video online. Deswegen wird es die zweite Schicht, wie gesagt, nicht mehr ins Video schaffen. So, und jetzt geht's los damit. Thank you.
So Leute, fertig für heute. Das sieht richtig, richtig gut aus. Es ist richtig geil, die Struktur des Holzes rausgekommen. Die Farbe finde ich auch top. Also es wurde auch deutlich dunkler, habt ihr im Zeitraffer bestimmt auch gesehen. Das war davor schon deutlich heller. Das war aber auch gewünscht. Ich wollte, dass es so wird. Ist eigentlich ziemlich genau die Helligkeit, die ich mir für den Boden gewünscht habe. Sieht richtig gut aus. Jetzt gerade ist es noch recht glänzend, weil es noch nicht ganz trocken ist. Ich denke, es wird noch etwas matter werden, aber auch so sieht es schon richtig, richtig geil aus. Also das war auf jeden Fall eine richtig gute Idee und ich bin sehr froh, dass wir es umgesetzt haben. Man hätte sich die Arbeit natürlich auch erleichtern können und das Fischgrätmuster wirklich nur dort machen können, wo keine Möbel sind. Aber gut, ich wollte halt auch einmal jetzt dieses Feeling haben von dieser großen Fläche, voll bestückt mit Fischgrätmuster. Ich finde auch bisher passt es mega gut hier rein in das Fahrzeug, von außen auch. Also es, ja, so ein rustikaler Eichenboden passt natürlich super zu einem alten Oldtimer. Ich bin zufrieden. Jetzt muss ich mich aber an den Videoschnitt setzen, damit das für euch rechtzeitig morgen am Sonntag online kommt. Also ihr seid jetzt wirklich ziemlich live dabei. Und bezüglich der weiteren Videos, ich kann es euch nicht sagen, wann das nächste Video kommt, weil ja, es hängt immer davon ab, wie gut ich hier vorankomme. Ihr habt es gesehen, ich habe jetzt wirklich eine ganze Woche für den Boden einfach gebraucht. Das war natürlich auch was extrem zeitaufwendiges, aber ja. Trotzdem, ich bin sehr zufrieden. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.